So, wir trauen uns an die großen Themen dran und für uns liegt mit das größte Potenzial in der Schule und es hat ja auch eine unglaubliche Bedeutung für die jungen Menschen. Für uns ja früher auch die Schullaufbahn von der ersten Klasse bis 13, 10. Bis zur siebten und dann. Also es ist einfach ein Riesenthema und wir wollen das auf den Fußball übertragen. Wir haben ja in der Schule schon eine besondere Situation, weil die Ganztagsschule ja eingeführt wurde und auch verpflichtend wird ab 2026, wenn ich es richtig weiß, dass wir einfach, oder also verpflichtend, dass es angeboten wird. Und wir müssen ja diese Zeit füllen. Wir müssen ja zusehen, wie füllen wir denn die Zeit für unsere jungen Menschen. Wir wissen, wir haben über 2 Millionen Kinder und Jugendliche, die Fußball spielen. Wir haben eine Ganztagsschule und wir haben mal eine Vision entwickelt. Wie kann das denn eigentlich aussehen, dass wir die Schule des Kleinfeldfußballs bauen, vielleicht auch irgendwann mal mit einem Zertifikat, dass man das, dass wenn man das leisten kann und wenn das möglich ist, das auch draufstehen darf. Und das würden wir gerne besprechen, teilen und damit auch einfach die Debatte eröffnen und die Diskussion, ob das umsetzbar ist. Das wird nicht überall umsetzbar sein, aber vielleicht gibt es Orte, wo es umsetzbar ist. Und da wollen wir natürlich auch gerne unterstützen, das inhaltlich begleiten. Der Ausgangspunkt, von dem wir arbeiten, ist immer die Trainingsphilosophie Deutschland, das, was wir da inhaltlich auch entwickelt haben. Und darüber steht Freude, Intensität, Wiederholung für jeden Spieler, jede Spielerin, für jede Position. Wenn wir diese kleinen Felder uns auf dem in der Sporthalle, in dem Schulkontext vorstellen, einen Sportplatz daneben, und wir sehen die Kids da spielen, Freude, Intensität, Wiederholung, auch für alle Kinder das zu haben, das ist im 11 gegen 11 ist das nicht so, ne? Oder in einem 10 gegen 10. Hanno, wie siehst du es? Na, absolut ist es nicht so. Wenn wir eine Schule vor Augen haben und wir haben nur 2 Tore und da wimmelt alles rum und es wird ein 11 gegen 11 gespielt, dann ist es ein wildes Durcheinander. Hat zum einen wahrscheinlich relativ wenig mit Fußball zu tun, aber es hat vor allen Dingen wenig, sehr, sehr wenig damit zu tun, dass der Einzelne überhaupt sich richtig sportlich einbringen kann. Wirklich völlig weg vom Niveau, aber wenn es dann einfach zu viele sind, dann ist die Bewegung nicht gewährleistet, dann ist der Spaß darüber nicht gewährleistet, dann habe ich überhaupt keine Wiederholungen, dann stehe ich eigentlich nur rum, dann macht es keinen Sinn. Dann ist es eigentlich nur ein Zeitverbringen dort. Und wenn es uns gelingt, mehrere kleine Felder zu bauen und dann jeden da in Bewegung zu bringen, dann können diese drei Begriffe, Freude, Intensität, Wiederholung, auch da dargestellt werden und umgesetzt werden. Ich glaube, das wäre ein lohnenswerter Schritt, auch im Segment Schule, im Setting Pausenhof, Bolzplatz, je nachdem, wie die Möglichkeiten Halle, wie die Möglichkeiten in und an einer Schule sind. Die Herausforderung, die sich stellt, ist die Herausforderung der vielen Kinder, die das wahrnehmen im offenen Ganztag. Wie ist das bei euch? Da gibt es einen Sportplatzzugang. Wie viele Kinder spielen da? Weißt du das? Wie viel genau nicht. Wir haben bei uns in der Schule auf jeden Fall auf dem Dach so einen kleinen Fußballplatz, so einen kleinen Käfig und da sind die alle drin und auch von altersübergreifend. Also meine 2 Großen sind auf fortführenden Schule. Das heißt, die 17-Jährigen und die 11-Jährigen spielen da zusammen in dem Käfig und es funktioniert. Und das ist ja auch vom Sozialen her sensationell. Aber es war auch bei mir früher in der Schule so, das habe ich noch so im Bild. Ich habe jetzt gar nicht mehr so viel Erinnerungsfetzen von der Schule, was, glaube ich, an einer oder anderen Stelle auch nicht so dramatisch ist. Aber was ich noch gespeichert habe, ist auf jeden Fall, dass es so einen schönen Rotplatz da gab und 2 Minitore oder so E-Jugendtore. Und da wurde immer gespielt, in jeder Pause. Und ich war immer noch im Hort, weil meine Eltern lange gearbeitet haben. Das heißt, ich bin nach um 13 Uhr, dann gab es da kurz was zum Essen. Nicht empfehlenswert. Und dann aber sind wir bis 16 Uhr oder 16.30 Uhr nur auf diesem Fußballplatz gewesen und da war halt die Anleitung, einen Ball reingeworfen. Und dann hat man sich untereinander organisiert. Und dann ist man noch ins normale Fußballtraining. Und das war sensationell und man hat dadurch auch eine soziale Komponente gehabt mit seinen Mitschülern. Und es wurde immer, klar gab es auch mal Reibung oder mal Ärger. Das ist ja normal. Das ist ja auch ein Stück weit ein gutes Learning. Aber also von dem her, Fußball und Schule ist für mich ehrlicherweise eins. Und es geht ja auch um den grundsätzlichen Zugang zum Sport. Also wenn man so ein bisschen aus gesellschaftlicher Sicht auch darauf schaut, wir haben viele Kinder, die leider zu Adipositas oder sonst was neigen. Und ich glaube einfach, den Zugang auch dort zu schaffen, dass sich Kinder bewegen können. Und nicht nur die 3, die sowieso schon immer auf dem Platz rennen, wenn ein Ball irgendwo zur Verfügung ist, sondern eben 3, 4 Felder, wo auch die spielen können, die vielleicht gar nicht so den riesen Zugang haben, aber wenn da 3 Bälle liegen, dann schnappen sie sich auch ein und bewegen sich. Und ich glaube, da können wir auch da einen Mehrwert leisten. Und
diese regelmäßige Bewegung, dieser gesellschaftliche Auftrag, den sehen wir natürlich auch. Und wir brauchen das ja auch für körperliche Gesundheit, aber auch für mentale Gesundheit. Wir haben auch viele soziale Aspekte im Spiel, wenn man das gut macht. Und in dieser regelmäßigen Bewegung, Schulen, die Zugang zu einem Sportplatz haben, wenn ein Verein daneben ist, mit einem Platz, zu einem Bolzplatz, zu einer Halle, da kann das möglich sein. Und wenn wir diese unterschiedlichen Felder gleich sehen und auch so Settings, einfache Settings betrachten, die auch überall gemacht werden können, dann haben wir natürlich Möglichkeiten, auch ähnlich starke Teams zu bilden und so für jedes Kind sein Feld zu finden. Also die im Verein spielen, die vielleicht schon weiter sind auf einem Goldfeld und die auf dem Bronzefeld, das sind dann die nicht im Verein sind, unterschiedlich für alle ihren Ort zu finden, wo sie klarkommen, wo sie spielen können. Und auch gegen ähnlich starke Felder, starke Gegner. Das heißt, wenn du jetzt so ein Goldfeld machst, dann spielen natürlich die drei Besten gegen die drei Besten. Und auf dem Bronzefeld spielen die drei, die noch nicht so weit sind, gegen die drei, die noch nicht so weit sind. Dass wir einfach für alle das gut machen. Und nicht nur daraus jetzt, dass jemand denkt, wir wollen hier nur Bundesligaspieler und Spielerinnen bauen. Darum geht es überhaupt nicht. Sondern deutsche Fußballkultur ist nicht nur Bundesliga-Nationalmannschaft, sondern es sind die kleinen Vereine, es ist das Ehrenamt und es ist die Möglichkeit, der Zugang zu diesem Spiel für alle. Und da kommt es her und so wollen wir es auch hier haben. Das Ziel 1, dass alle Kinder, die mitspielen, auch Freude, Intensität und Wiederholung erleben. Und das geht nur in kleinen Formen, oder? Der Einzelne kann vielleicht auch Intensität und Freude in einem sehr großen Feld erzielen oder erreichen und erleben. Wiederholungszahl ist dann schon schwierig, aber ehrlicherweise dann auch auf Kosten der anderen. Weil dann spielen 2, 3 Gute miteinander und gegeneinander und alle anderen nebendran fallen komplett hinten runter. Und dann ist es eher ein Spielen zu Lasten des Kollegen oder der Kollegin nebendran. Und ansonsten brauche ich auf jeden Fall die kleinen Felder. Ich brauche die gleiche Einteilung, was das Niveau betrifft, um diese drei Schlagworte, um Freude, Intensität und Wiederholung gewährleisten zu können. Und in der Schule ist ja auch häufig gar nicht der Platz da. Also natürlich schön und gut, wenn Schulen irgendwie drumherum riesen Fußballplätze haben, aber häufig ist ja auch die Realität, dass es nur kleine Pausenhöfe gibt, wo gar kein Riesenfeld möglich ist. Und ich glaube, da ist es eine super Möglichkeit, durch 2 Tore, wie man die auch immer aufstellt, ob man die hinstellt, ob man die an die Wand malt, den Zugang einfach dazu zu ermöglichen. Es gibt ganz viele Schulen, die haben eigentlich den Zugang, aber wir müssen es sehen. Also an der Grundschule jetzt von meiner kleinen Tochter noch, wo die Große auch war, da kannst du von, ohne über eine Straße zu gehen, an der Straße entlang, so 150 Meter gehen, bist am Sportplatz. Das heißt, wenn du jetzt da, wir sehen ja gleich auch mal so eine Struktur, wie das vielleicht gehen kann, jemand mit den Kindern dahin geht, du baust die kleinen Felder auf und fängst da an zu spielen, dann hast du den Zugang. Das hat aber bis jetzt noch keiner gesehen, dass das möglich wäre. Also da reden wir natürlich auch über Kooperationen zwischen Vereinen und Schulen. Das zweite Ziel ist, und das ist für uns natürlich auch relevant, also erstmal geht es ja jetzt, wir reden jetzt über Fußball, weil wir aus dem Fußball kommen, aber es geht ja eigentlich um alle Mannschaftssportarten und es geht insgesamt um Bewegung. Aber wenn jetzt 20 Kinder aus dem offenen Ganztag rausgehen, um Fußball zu spielen, hast du natürlich einen besseren Betreuungsschlüssel für die andere Interessen haben. Und auch das kann ja ein großer Mehrwert sein, dass sich einfach um die Kids gekümmert wird, die da sind. Weil das kommt ja auch politisch auf uns zu. Ich meine, der offene Ganztag ist schon da, wird noch mehr genutzt werden. Und dann müssen wir Möglichkeiten finden, dass sich um die Kinder gekümmert wird. Und da haben wir auch einen Mehrwert für die nicht Fußball spielen wollen und die andere Interessen haben, die gefördert werden können. Muss ich euch nicht fragen, wie ihr das findet, ne? Findet ihr gut, ne? Ist einleuchtend. Ja, versteht man das. Wenn du es gut findest, finden wir es auch gut. Jetzt geht es gar nicht so darum, dass wir das ganz zu Ende diskutieren. Aber wir haben in einem 3 gegen 3, wenn du 3 gegen 3 spielst, schließt du nicht aus. Das heißt, alle haben Wiederholungszahlen, dann immer noch manche mehr den Ball als andere und jeder spielt das so in seinem Tempo. Aber das Potenzial davon, weil das kannst du eigentlich jeden Tag machen, jeden Tag. Und dann hast du eine Stunde offener Ganztag, hast 200 Aktionen in einem 3 gegen 3. Über die Trainingsphilosophie beschäftigen wir uns ja damit, die Ballaktionen hochzubekommen, wie schwer das ist. Und das Potenzial hier, weil eine Stunde jeden Tag, und es gibt ja Kinder, die würden jeden Tag spielen. Dann hast du die 10 Stunden nach 2 Wochen. Dann hast du die 100 Stunden, kriegst du ja in 20 Wochen hin. Das heißt, du hast unglaublich, kommst du auf diese Wiederholungszahlen, die alles verändern. Und wenn wir jetzt uns so einen Ort vorstellen, wo das gemacht wird, wo die Kinder die Chance haben und einen Verein haben, wo toll trainiert wird,
dann kriegen wir natürlich auch da tolle Spieler und Spielerinnen und haben ganz, ganz viele positive Aspekte. Auch dann in der Förderung als Sportland Deutschland, wo wir natürlich dann auch nach vorne kommen können in der Entwicklung und wirklich auch Spitzenspieler und Spielerinnen entwickeln können. Aber, und das ist das Schöne, das gilt halt eben nicht nur für die, die in der Spitze sind, das gilt dann für alle. Hier ein Setting, der Daniel Stredak, Teil des Kompetenzteams und auch Co-Trainer der U20-Nationalmannschaft, war an der Schule und hat das hier aufgebaut. Und wir sehen hier 30 Kinder, die in jedem Feld 3 gegen 3 spielen. Und hier sehen wir auch, dass die Tore irgendwann alle waren. Deswegen sind die kleinen Tore hier das Hütchen. So ein kleiner Wolfsplatz, eingezäunt. Hier sind auch die Tore alle. 30 Kinder, also 6 spielen hier, 6 spielen hier, 6 spielen hier, 6 spielen hier, macht 24. Wir haben die Felder auf 4 Tore. Die Orientierung ist an einem Kleinfeldfußball, das kommt jetzt überall auch verbindlich in Deutschland, dass wir auf diesen Feldern spielen werden. Das heißt, es wird auch normal werden, auch für die Kinder. Aber entscheidend ist ja ein relativ kleiner Platz und 24 spielen. Wir rotieren durch, also spielst 5x3 Minuten zum Beispiel. Und einmal spielst du ja nicht mit deinen beiden Mannschaften, weil einmal bist du halt nicht drauf bei 30 Kindern. Und die Kinder sind hier in der Mitte. Hier einmal angestrahlt. Und das sind die Spielfeldbegleiter und Begleiterinnen. Und das ist ja das Wort, was uns jetzt das erste Mal begegnet in dem Kontext hier. Wir brauchen ja gar keine Trainer, sondern die Spielfeldbegleiter und Begleiterinnen haben welche Aufgabe dann in dem Moment? Ja, in dem Setting jetzt dafür zu sorgen, dass sofort wieder ein Ball kommt, der irgendwie vielleicht aus dem Spielfeld raus ist. Vielleicht auch mitzugucken, wer hat denn jetzt gerade den Ball ins Ausgeschossen, da ein bisschen mitzuschauen und das Spiel am Laufen zu halten und die 6 Kids, die gerade dann in Aktion sind, in dem Feld zu unterstützen, dass das Spiel am Laufen bleibt. Ich habe das neulich genauso gemacht in der Schule. Es war ein bisschen älter, war eine 9. Klasse. Was du gemerkt hast, ist, dass du einfach unglaublich hohes Tempo hattest, weil die einfach die Bälle wieder reingeworfen haben und dadurch das Spiel schnell gehalten haben. Der Schlüssel von Spielen und Pause haben ist halt cool, weil du 4-mal spielst und einmal nur Spielfeldbegleiter, Begleiterin bist. Und wir brauchen natürlich dann auch, ich meine, das jetzt bei dem Bolzplatz könntest du es fast, aber es muss natürlich ein Erwachsener dabei sein, der das organisiert, weil das baust du ja erstmal nicht beim ersten Mal von selbst auf. Wenn die das in der 8. Klasse das 10. Mal gemacht haben, dann vielleicht. Aber wir müssen ja den Kids helfen, da rauszukommen. Und hier sehen wir, auch wenn wir es nochmal denken, auf die unterschiedlichen Niveaus, vielleicht sind hier die schon am weitesten sind, hier 2 am zweitweitesten, hier am drittweitesten, hier die noch ein bisschen brauchen, aber so haben wir für alle ein Feld. Und wir finden es eine einfache Organisation hier für 3 gegen 3 mit einem tollen Bewegungspauseschlüssel und schon mal zum ersten Mal Spielfeldbegleiter und Begleiterin. Kannst du gerade mal ganz kurz sehr gerne zurück? Nur der Gedankengang, 30 Kinder in dem Setting, auf dem Platz. Wir sehen ja rechts und links auch wahrscheinlich Handballtorgröße installiert. Die Alternative, wenn es nicht so aufgebaut wäre, wenn dieses Setting nicht da wäre, wäre ein Ball und 15 gegen 15. Ja, und was? Dann spielen schon mal 10 oder 12 einfach gar nicht mit, weil sie keinen Bock haben. Genau, die dann an der Seite stehen, die du verlierst auf dem Weg, die dann eigentlich nur draußen an der Luft sind, aber an dem Spiel nicht teilnehmen, die dann auch keine Freude entwickeln, die überhaupt keine Wiederholung haben. Von Intensität brauchen wir dann bei 30 Spielern mit 2 Mannschaften 15 gegen 15 auf dem begrenzten Raum auch nicht sprechen. Ich glaube, es ist dann alternativlos, mehrere kleine Felder aufzubauen, in denen sich alle bewegen können. Das wollte ich auch noch ergänzen, weil Daniel hatte ja auch erzählt, dass da auch aufgrund dessen, dass eben so viele Felder zur Verfügung gestanden waren, dann auch 6 Mädchen mit dabei waren und die erstmal nur so ein bisschen rumstanden und nicht wussten, sollten wir das mitspielen oder nicht. Aber einfach dieses zusätzliche Feld, was auch noch mit dabei ist, oder die zusätzlichen Felder, bieten die Möglichkeit auch Kindern, Jugendlichen, die vielleicht gar nicht den ersten Zugang schon zum Fußball haben und Juhu schreien, wenn es da rausgeht, das mal auszuprobieren. Und das Feedback, glaube ich, was die Mädels dann gegeben haben, es hat doch Spaß gemacht, erst ein bisschen vorsichtig gewesen und dann voll dabei. Und dass sie das dann auch am nächsten Tag eigentlich wieder spielen wollten. Und ich glaube, das sind ja so schöne Erlebnisse, die losgelöst vom Leistungsfußball sind, sondern einfach so ganz an der Basis so kleine Erfolgserlebnisse für Kinder bieten. Und das ist auch das Format zum Beispiel auch für die 1. Klasse, ja. Wo die vielleicht noch mal ein bisschen mehr Hilfe brauchen. Spielfeldbegleiter in der 1. Klasse weiß ich jetzt nicht. Aber das 3 gegen 3, die Felder sind top. Und das ist auch das, was in den Vereinen über die Kinderfußballreform
jetzt normal werden wird. Hier ganz ähnlich in der Halle, ganz ähnliches Bild, einfach nur nochmal, um es zu sehen. 3-3 und in der Mitte die Tore, die können natürlich Bänke sein, die können Kästen sein. Da kommt der Ball sogar zurück. Da haben wir natürlich auch in der Halle unterschiedlichste Möglichkeit, Tore zu bauen. Hier ist ein bisschen Platz verschenkt. Da sieht man auch, dass wir auch Potenzial haben, Dinge besser zu machen, weil du kannst das ja auch direkt an die Wand stellen, dann hättest du noch ein bisschen mehr Raum. Aber wir sehen, dass in so einer kleinen Sporthalle oder dass in so einer Sporthalle einfach wunderbar auf 4 Feldern trainiert werden kann. Und hier ist genau das Gleiche. 6, 12, 18, 24. Auf 30 gerechnet hast du dann einfach die Spielfeldbegleiter. Kann natürlich auch 2-2 sein. Es steht ja irgendwo, dass es ein 4-4 sein, 3-3 sein muss. Also da haben wir einfach Möglichkeiten. Die Spielfeldbegleiter und Begleiterinnen in der Schule. Hanno, welche Aufgaben hätten die jetzt auch, sowohl Lehrkräfte, aber auch Externe, die da hinkommen? Das sind ja nicht Trainer, wir brauchen ja nicht unbedingt Trainer da, oder? Nein, da geht es ja nicht darum, es geht nicht um Coaching, um fachlichen Input für die Kinder, sondern es geht erstmal um den organisatorischen Auftrag, nämlich das Setting herzustellen, Tore zu organisieren, ob das jetzt über Kleintore, Minitore sind oder ob es Hütchentore sind oder Lena hat es gesagt, ob irgendwie eine Wand gerade so ist, dass man da vielleicht ein Tor markieren kann. Wir haben das Bild bei der Halle gesehen, können Kästen sein, können Bänke sein, können Stangen sein. Also da gibt es ja viele verschiedene Möglichkeiten, dieses Setting herzustellen. Dann, wenn es möglich ist und vielleicht beim zweiten, dritten Mal dann auch schon die eine oder andere Vorerfahrung ist, möglichst gleiche Teams einzuteilen, die gegeneinander spielen, dass da vielleicht dann auch nochmal einzugreifen, zu sagen, hey, willst du nicht mal das Feld tauschen, vielleicht fühlst du dich da wohler, da ein bisschen Auge drauf zu haben und dann ansonsten das nur dahingehend zu begleiten, zu gucken, dass genug Bälle da sind, dass das Spiel stattfinden kann und den Rest werden die Kids von alleine machen. Spielfluss, ne, gestalten, Spielregeln, kommt schon ein bisschen drauf an, auch wo man ist, dass wir einfach diese Spielregeln erlernen und dass es diesen Rahmen von den Erwachsenen gibt. Sind die schwer zu lernen, die Spielregeln in so einem kleinen Feld? Nee, definitiv nicht. Also das ist wirklich nur begleiten, da sein, auch einfach nur da sein für den Notfall. Oder manche Kinder gibt es ja auch Sicherheit, dass vielleicht ein Elternpaar, mit dem man sich gut versteht, da ist. Aber es ist keine Raketenwissenschaft, ein Spiel zu begleiten. Das können wir auch leisten. Ne? Wir können es leisten, auch über Online-Fortbildung aus dem Kompetenzteam, den Leuten das einfach zu erklären und da näher zu bringen, wie so ein Spiel funktioniert mit Eindribbeln und Einpassen und auch wie einfache Rotationsregeln sind. Ich glaube schon, dass wir da auch unterstützen können, auch über so ein Format wie jetzt. Aber das können Trainer machen, wenn du jetzt irgendwo qualifizierte Trainer hast, die Zeit haben und da hinkommen. Natürlich, auch über Fortbildung. Es wäre ja großartig, wenn es dann zum Beispiel irgendwann mal ein Kindertrainerzertifikat mit dem Schwerpunkt Schule gibt. Das ist großartig, aber das können wir auch auf einem kurzen Weg leisten und da auch die Technisierung zunutze machen. Und es geht ja nicht nur um die Spielregeln, das sind das eine, es geht ja auch um diese Vermittlung von Werten, von Fairness, von den Themen drumherum. Und ich glaube, die sind ja auch primär im Schulalltag enorm wichtig. Verhalten in so Spielen einfach, was ist fair, was ist nicht fair, was ist unfair, wie habe ich mich gerade verhalten, was hat das vielleicht auch für eine Konsequenz. Ja, auch mit den Emotionen umzugehen, weil genau. Die kochen natürlich beim Fußball hoch. Und dann ja. das auch zu lernen, zu kontrollieren und trotzdem nicht aus dem Rahmen zu fallen, das sind natürlich schon große Themen, geht auch nur über eine Regelmäßigkeit, ersetzt auch nicht das Elternhaus. Ja. Also da müssen wir auch keine Illusionen haben, dass das alles jetzt da gelernt wird. Aber es kann natürlich dazu beitragen und auch über den Sog und über die Kraft, die Fußball dann einfach hat. Wir haben das mit den gleichstarken Teams schon mal gerade besprochen. Das finden wir einfach wichtig. Ich habe jetzt auch in der Schule das noch nicht mal gemacht, aber ich suche euch mal aus der Klasse drei auf eurem Niveau. Dann haben das alle gemacht, waren 30 Kinder, also 10 Dreiermannschaften. Sucht euch mal einen Gegner auf eurem Niveau und dann hast du es schon eigentlich. Und dann rotierst du auch in den Mannschaften durch. Dann musst du auch nicht jedes Mal noch wild wechseln und die spielen dann gegen die und aufsteigende Felder. Das ist jetzt gar nicht so relevant. Kann man dann machen, dass man aufsteigende Felder macht, aber ich finde es da einfach erstmal wichtig, dass jeder auch so seine Gruppe bei sich hat und sich auf seinem Niveau wiederfindet. Das faire Spiel. Wir haben schon, sehen schon auch viel Unfairness oder so, auch im Kinder- und Jugendfußball. Das kann man nicht voraussetzen, dass das denen schon klar ist. Nee, ehrlicherweise auch viel von drumherum, von Eltern, von Beteiligten am Spielfeldrand. Also das emotionale Reinpushen von außen ist teilweise ein Tick zu viel. Aber ich denke, gerade im Schulalter ist es ja zumindest, oder in der Schule, ist die Komponente weg.
Aber klar haben dann der eine oder andere noch ein schlechtes Vorbild mitbekommen oder ob das ein soziales Netzwerk ist, ob das mal auch... Reicht auch Bundesliga gucken Bundesliga manchmal, Spiele, eine schöne Rudelbildung. Genau, und von dem her ist es da schon wichtig, dass man das immer wieder anspricht. Und dann sind die Kinder dann auch schon so schlau, dass sie das auch umsetzen. Wenn man das einfach anspricht auf eine gute Art und Weise und anleitet, glaube ich schon, dass das jetzt keine große Herausforderung ist. Dann gibt es auch Tagesformen, muss natürlich auch gucken. Also wir kennen das, wenn die Kids nicht gut gegessen haben, wenn die unterversorgt sind, irgendwie, dann funktioniert es auch schwieriger. Mhm. Das heißt, du musst natürlich auch für eine Versorgung achten, auf die Ernährung über den Schultag, dass du noch die Power hast überhaupt in dem Moment. Mhm. Und dann ist es auch immer in Wellenbewegung. Dann gibt es natürlich auch gute Tage und nicht so gute Tage, aber es geht dann in dieser Regel geht es dann erstmal bergauf. Ist ja normal bei Kindern. Wir sind ja trotzdem aber im Setting Schule und die Schülerinnen und Schüler, die da sind, die sind ja auch gewohnt, sich an Regeln zu halten im Schulbetrieb, in der Klasse, mal mehr, mal weniger, aber auch da müssen sie sich damit auseinandersetzen und das setzt sich dann im offenen Ganztag natürlich fort. Da haben sie die Bewegungsmöglichkeit, sie können sich ausleben und es geht dann darum, dass man als Spielfeldbegleiter eine Lehrkraft oder vielleicht ein älterer Schüler oder jemand, der irgendwie ein soziales Jahr macht oder ähnliches dort ist und die Einhaltung der Regeln einfach immer nur daran erinnert und so ein bisschen auf die Wertevermittlung achtet in dem Augenblick, genauso wie das die Lehrkräfte während des normalen Unterrichts auch tun. Jetzt haben wir es schon ein paar Mal angerissen. Wer kann das denn machen? Und wir sind ja nicht in der politischen Dimension, wir können das ja nur aus dem Inhalt anbieten. Aber wenn wir jetzt daran denken, dass wir junge Leute haben, die ein freiwilliges soziales Jahr machen und dann natürlich über eine niederschwellige Zusatzqualifikation, kannst du jetzt nicht sagen, hier machen wir in der Schule Fußball, die wissen gar nicht, was du machen sollst, aber wir müssen ja ongeboardet werden. Man muss ja eingeführt werden da rein, niederschwellig aber, weil das kann jetzt auch nicht das allerkrasseste sein und da muss jetzt nicht ein Fußballlehrer für machen und die höchste Trainerlizenz. Im freiwilligen sozialen Jahr, es gibt einen Bundesfreiwilligendienst, wo sich Menschen, auch die dann älter sind, da zur Verfügung stellen dürfen. Und wir haben natürlich auch lizenzierte Trainer und Trainerinnen, die vielleicht auch dann Frührentner sind und dann auch Zeit haben. Und wir haben auch Mamas und Papas, die vielleicht halbtags arbeiten und die Chance haben, wo es ein Angebot geben kann. Und da glauben wir, dass es auch kostengünstige Lösungen gibt. Gibt es eine ganz umsonst? Nein. Aber wir müssen ja als Deutschland dafür sorgen, dass unsere Kinder gut entwickelt werden. Und da glauben wir schon, dass es kostengünstige Lösungen gibt. Wenn man es mal weiterdenkt, wenn jemand im Mittagbereich in der Schule, im freiwilligen sozialen Jahr Fußball macht, kann man natürlich auch morgens im Kindergarten was machen. Das heißt, du kannst ja in die Kindergärten fahren, da Fußball-AGs machen, Sport-AGs machen, Bewegung schaffen als Zusatzangebot, um dann in einer Grundschule mit einem Sportplatzangebot auf einer täglichen Basis das zu machen. Im Zweifel kannst du sogar danach noch in den Verein gehen, der ja wahrscheinlich dann auch in der Nähe ist, und da nochmal weiterarbeiten. Was gewinnen wir? Wir gewinnen natürlich junge Leute, die mit Kindern arbeiten. Wir gewinnen die Trainer der Zukunft, Trainerinnen der Zukunft. Gewinnen mit Sicherheit auch Menschen für soziale Berufe und glauben schon, dass das sehr, sehr bereichernd sein kann. Danach weißt du wahrscheinlich auch, ob du Lehrer oder Kindergärtner werden möchtest, wenn du das mal ein Jahr gemacht hast und ein Gefühl dafür bekommen hast, was das bedeutet. Oder wenn du die Kinder auch nur abgibst, merkst du auch ab und zu, dass du nicht Kindergärtner werden willst. Ja, du kriegst ja ein Gefühl einfach dafür und kann viele Vorteile haben, ein Sportangebot auf einer täglichen Basis zu haben. Und das haben wir ja schon gesagt, die Ziele. Auch ein besserer Betreuungsschlüssel für die anderen, weil wir sind ja nicht, nochmal, wir sind jetzt Fußballer, aber wir sind ja nicht blind für den Rest. Es gibt natürlich auch die anderen Kids, die das nicht wollen und um die muss sich ja genauso gekümmert werden und vielleicht auch besser gekümmert werden. Aber dazu noch, wenn das Angebot steht, können auch mal Kinder dazukommen, die einfach an diesem Nachmittag mal Lust haben, Fußball zu spielen. Offen. Also wie so ein Buffet. Und das ist eigentlich ganz cool, dass man auch da sagt, okay, heute habe ich mal nicht Lust auf Basteln, Raufen oder Malen, sondern heute möchte ich mal Fußball spielen. Und das ist schon cool, dass man das quasi auch nutzen kann dann einfach. Ja, die kommen auch manchmal immer da und ich kann dazukommen. Kommen manchmal zu unterschiedlichen Momenten wahrscheinlich, weil es auch zu unterschiedlichen Zeiten gegessen wird. Ja, weil nicht alle in den Grundschulen haben gleichzeitig Mittagessen. Aber dass du diesen Zugang hast und dass du dich auf einer täglichen Basis melden kannst, so heute möchte ich das, was schwierig ist, wenn du sagst, ich möchte jetzt eine Viertelstunde, dann möchte ich nicht mehr. Also dann müssen wir natürlich auch die Kinder beibringen, wenn du dich jetzt committest, dann bist du halt auch eine Stunde dabei. Genau. So, das gehört dann auch dazu. Aber wie ein Buffet, genau. Hier wäre das in einem 4 gegen 4 bei 16 Kindern, weil vielleicht sind es auch nicht immer 30. Kannst du auch natürlich da auch immer 4x2 gegen 2 spielen. Gibt es verschiedene Möglichkeiten, aber hier sehen wir einfach das 4 gegen 4, auch wieder auf die 4 Kleintore. Wir finden 4 Kleintore besser. Hier wird sogar rotiert.
Das ist jetzt erstmal was für uns, wo wir eher sagen, wir bauen lieber noch ein anderes Feld auf, weil so Rotationen zu beaufsichtigen, dann höchstens ein Rotationsspieler pro Feld. Höchstens ein Rotationsspieler, eine Spielerin, weil sonst, hier sind es zwei. Aber da sehen wir schon, dass das auch im Aufwand in der Logistik dann nicht so einfach ist. Also lieber mehr Felder, mehr Möglichkeiten und dafür weniger Rotationsspieler. Ein kleines Beispiel, meine Mutter, die ist Grundschullehrerin und die hat schon einen Sportzugang, würde ich sagen, selber früher Basketball gespielt und sie hat dann im Sportunterricht, weil es eher der Unterricht, ein bisschen losgelöst von den AGs, aber trotzdem Fußball spielen lassen und hat aber natürlich so, wie es wahrscheinlich sehr, sehr viele machen, übers ganze Feld gespielt und hat dann gesagt, es war ein einziges Chaos, weil 5 Kinder nach 3 Minuten keine Lust mehr hatten, rumlagen, gesagt haben, ja, ist langweilig, ich habe nie einen Ball, die ein oder andere hat sich sowieso direkt nicht angesprochen gefühlt und dann habe ich ihr die Videos gezeigt und war ein bisschen wie vorhin deine Aussage, Sandro, ist doch klar, warum macht man das nicht einfach? Weil ich glaube, auch da kannst du ja total einfach schon ein bisschen selektieren, wen stellst du in welches Feld und jeder hat dann einen anderen Zugang und einen anderen Spaß dabei. Mhm. Und das hat dir direkt super viel geholfen, alleine nur mal dieses Video zu sehen, wo sie davor irgendwie gar nicht drauf gekommen ist, obwohl es total logisch ist. Da kommt man ja auch erstmal nicht drauf, weil wir es auch so eigentlich nicht gelernt haben. So, das kommt jetzt, wird das immer mehr, wird immer klarer, aber ist ja auch nicht schlimm, wenn wir jetzt nochmal besser werden und diese Dinge auch sehen. Ja. Und das große Spiel, das 11 gegen 11, das wir in der Bundesliga sehen am Wochenende, das schließt aus, das ist nicht das, daran muss sich keiner orientieren, für einen Grundschulfußball. Hier gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Wenn man auch auf Tore spielen möchte, jetzt stehen da ja vielleicht Tore. Und hier ist ganz cool mit den Bänken, weil durch die Bänke wird ja nicht hoch ins andere Feld geschossen, zumindest normalerweise nicht. Manche können sich das ja auch nicht aussuchen, wie hoch sie schießen. Was findet ihr besser, eine Bank oder zwei Bänke als die Tore? 4 gegen 4 plus Torwart, hier sind 18 Kinder in Action. Ja, ich weiß nicht, beides cool. Beides gut? Ja, im anderen spielst du natürlich mehr über die Breite, kannst da variieren im Passspiel so ein bisschen oder Positionierung. Ich weiß jetzt gar nicht, ob die Kinder sich jetzt da großartig über Positionierung Gedanken machen, aber wenn du das jetzt aufs Herrenalter übertragen würdest, wäre das schon ein Unterschied und ich finde, beides hat seinen Reiz. Beides ist gut. Vielleicht hat man auch nur eine Bank. Ja. Oder vielleicht mal nur zwei Bänke und nicht drei. Dann aber man kennt ja auch vom Urlaub, wenn man da am Strand spielt oder so, tut man zwei Flipflops oder in Sand rein und das macht auch Spaß. Also ich glaube, über die Materialien braucht man sich gar nicht so viel Gedanken machen. Wenn man das Prinzip erkannt hat, dann kriegt man das immer hin. 18 Spieler und Spielerinnen spielen in den Formaten, weil ich sage, es kann ja immer ein bisschen unterschiedlich sein. Das Gleiche geht auch draußen. Die haben sogar noch ein paar kleine Tore rumstehen. Ja. Die hatten, genau, man sieht auch in Württemberg, ne? Ja. Und hier sehen wir das 4 gegen 4, fast für die ganz Kleinen schon zu groß, zu viel, ne? Wenn du jetzt in der ersten, zweiten Klasse 4 gegen 4 spielst, auch da fallen schon welche runter. Das ist dann eher, wenn sie ein bisschen größer werden. Müssen wir schon aufpassen mit, weil das würde manche Kinder, die jetzt vielleicht auch noch nicht so oft spielen, nicht im Verein sind, da dominieren dann wieder noch mehr die auch schon weiter sind. Ja, es sind 2 gegen 2 dann. Ja. Ja, stimmt. Für die dann, wenn du eine Gruppe hast von sagen wir mal 9 Kindern, die spielen alle im Verein, dann kannst du es super so machen. Aber du brauchst dann eigentlich gerade für die noch nicht so weit sind, noch mehr kleinere Felder. Und wir können sogar hier auf den Schulhof was bauen. 3 gegen 3. Hier waren es jetzt 2 Mannschaften, die haben sich dann abgewechselt. Klar kann man dann sagen, brauchen wir irgendwie noch ein Feld. Geht auch, aber es ist einfach auch auf dem Schulhof möglich. Es gibt auch Modelle, Tor an der Wand. Zumal wir können in den Sporthallen, wenn man einmal die Felder hat und markiert das einmal mit so kleinen Klebestreifen oder einem kurzen Punkt machen, dann kannst du sogar, da musst du jetzt nicht mehr darüber nachdenken, wo stehen denn jetzt die Tore. Das heißt, du kannst diese Feldmarkierung auch schon einfach auf die Plätze bauen. Und, also sorry Hanno, wir haben Thema Gesundheit angesprochen. Wenn du dir jetzt mal die Jungs und Mädels anschaust, da siehst du natürlich schon auch, muss man ehrlich sein, körperliche Unterschiede. Und auch schon in dem einen oder anderen, der nicht ganz so sportlich ausschaut in dem Alter. Und natürlich gibt es dann auch Eltern, die sich dann freuen, dass du in der Schule einfach dein Kind in Bewegung hast und das geführt wird. Und das ist ja echt ein riesen Hebel, den du da hast durch solche Themen. Und vielleicht geht der eine oder andere nach der Schule, macht andere Themen und ist viel zu Hause oder ist eher so vor Konsolen oder dann bist du zumindest da in Bewegung. Und das fand ich zum Beispiel bei dem Video elementar, wie da die Unterschiede sind, auch im körperlichen Bereich. Die Unterschiede gibt es natürlich und deswegen wollen wir das ja auch
auch insgesamt haben. Das kann am Ende keine Krankenkasse, kein Gesundheitsprogramm kann das leisten, was der Fußball leisten 100%. Kann in diesem Moment. Das ist nicht möglich. Ja, und wir haben ja gehört, über 2 Millionen Kinder und Jugendliche spielen Fußball. Wir haben, ich weiß es nicht genau, 25.000 Grundschulen. Davon haben natürlich nicht alle vielleicht einen Sportplatzzugang, aber es wird genug geben, die das haben und wo das möglich wäre. Und das kann natürlich einen gesamtgesellschaftlichen Beitrag leisten, der Wahnsinn ist. Was mir jetzt bei allen Settings noch aufgefallen ist, wir haben eigentlich gar keine seitliche Begrenzung. Also ich muss da nicht 100.000 Hütchen aufstellen, um genau zu sagen, das Feld geht bis hier oder bis hierhin. Dann fällt halt mal ein Ball da in das Feld und dann wird er wiedergeholt und dann wird weitergespielt. Es hat diesen Bolzplatzcharakter, es hat diesen Bewegungscharakter und es stört keinen der Kids. Also der Aufwand, sowas aufzubauen, ist dann teilweise auch schon damit getan, wirklich, wir haben es in einem Schulhofbild vorher gesehen, 4 Tore hinzustellen. Ich muss da keine Linien ziehen, ich kann mal hier und da als Orientierung vielleicht was markieren, damit es sich automatisiert dann für den Aufbau, auch als Hilfe der Kinder, dass sie es vielleicht irgendwann selbst aufbauen können, die Tore. Aber ich muss nicht groß irgendwas abstecken oder abkreiden oder sonst irgendwas machen. Ich muss nur das Setting grob schaffen, dass das gekickt werden kann. Also wirklich auch kicken, nicht trainieren, nicht Fußball spielen, sondern kicken, Spaß haben, sich entwickeln und da ausleben. Und ich glaube, dafür ist das Setting hervorragend. Hier, wenn wir jetzt einen großen Platz nehmen, was ja auch gibt, wenn es ein großer Platz daneben ist, dann musst du mal seitlich schauen. Es wäre auch von den Bällen, du kannst das natürlich spielen mit einem Ball pro Feld. Das heißt, hier reichen auch 4 Bälle. Schöner sind, wenn du 8 Bälle hast und pro Feld 2 Bälle, weil dann können die Spielfeldbegleiter dann schnell wieder reinwerfen und dann den anderen Ball wieder organisieren. Wichtig wäre auch dann trotzdem auch irgendwo altersgemäße Bälle haben, weil natürlich, wenn jetzt hier ein Viertklässler schießt und mit einem schweren Ball ins andere Feld spielt, dann hast du das Thema der fliegenden Bälle, was noch nicht, auch nicht ungefährlich ist. Am Ende geht das auch immer mit einem leichteren Ball und mit einem kleineren Ball, die gibt es ja mittlerweile auch, wo es vielleicht auch Sponsoren geben kann. Vielleicht kann es Sponsoren geben, so wie der Platz, der bei euch auf der Schule gebaut wurde, war ja auch ein privater Sponsor, wie ich das verstanden habe. Der möchte nicht genannt werden. Ja, okay. Vielleicht gibt es Sponsoren auch, die da unterstützen können. Und dann brauchen wir natürlich einfach die Erwachsenen. Wenn wir das jetzt alles mal zusammenfassen, ist das schwierig inhaltlich, das zu organisieren? Seht ihr das als schwierig an? Lena, findest du, das ist kompliziert oder überfordernd in irgendeiner Form? Nein, ich glaube, kompliziert und überfordernd kann es nicht sein. Ich glaube, es braucht so ein bisschen einen Zugang. Und ich glaube, dass, so wie wir es jetzt auch thematisiert haben, dass es eher eine Offenheit braucht, dass einfach auch Schulbegleiter oder Spielfeldbegleiter, was ja dann in der Form auch irgendwie Leute sein können, die in der Schule irgendwo aktiv sind, einfach auch eine Offenheit dem Gegenüber zeigen und auch so ein bisschen eine Flexibilität darin zeigen, okay, wir haben vielleicht keine 5 Tore, aber wir haben ein Klebeband und wir haben eine Kreide und wir malen das einfach an die Wand und einfach so den Kindern den Zugang geben zur sportlichen Bewegung. Und ich glaube, dass das keine Riesenansprüche sind, zumal wir sehen es auch auf dem Video noch, die Lehrerinnen stehen da rechts unten, also die haben in dem Moment gar keine Riesenaufgabe, sondern wenn man das ein-, zweimal etabliert hat, glaube ich, laufen diese Formen auch ganz von alleine, weil die Kinder super schnell lernen und super schnell checken, was sie in den Momenten machen müssen. Ja, Daniel hat das ja auch erzählt, wie überrascht die Lehrkräfte waren, wie einfach genau, das ist. Ja. Muss man sich warm machen? Müssen die Kinder sich warm machen, um das zu spielen? Nein. Einfach anfangen? Kann man immer dasselbe Setting nehmen? Braucht man da viele Variationen als Spielfeldbegleiter, wenn du das durchführst? Überhaupt nicht. Also Kicken ist Kicken. Im Zweifel werden die Kids ihre eigenen Spiele nachspielen vom Wochenende und ihre eigenen Ligen kreieren und ihre eigenen besonderen Dinge sich ausdenken und das damit einbringen und Ideen mit einbringen. Aber ich glaube, es geht grundsätzlich nur darum, das Setting der unterschiedlichen Felder herzustellen und den Kids den Freiraum zu geben und die Möglichkeit zu geben, sich da zu bewegen und zu spielen. Und maximale Größe 4 gegen 4, mit einer Tendenz zu lieber 3 gegen 3, auf den Feldern vielleicht sogar 2 gegen 2, damit alle dabei sind und involviert sind. Ja, also du hast ja gefragt in Umsetzung, ich glaube, es ist alles logisch, alles nachvollziehbar, alles auch schnell umsetzbar, ehrlicherweise. Das einzige Thema ist natürlich mit dem Freiwilligendienst und so weiter, dass der Fußball da Hilfe braucht von dem einen oder anderen Entscheidungsträger, der das auch diese Weitsicht hat, der das sieht und auch das
unbürokratisch versucht umzusetzen. Das könnte eine Hürde sein, da braucht der Fußball Unterstützung. Aber der Inhalt, der ist sensationell. Vielen Dank. Dankeschön. Und ja, ich bin selbst sehr gespannt, weil das ja unser erster Aufschlag damit ist. Bin wirklich sehr gespannt, wohin das führt, das Thema. Ich auch. Dankeschön.